Bronzestatue, die wir Ihnen heute vorstellen, wurde 1896 im türkischen Ephesos ausgegraben. Ein schweres Erdbeben hatte sie einst vom Sockel gestoßen und in 234 Einzelfragmente zerrissen. Zusammengesetzt wurde das anspruchsvolle Puzzle in Wien, nachdem der herrschende Sultan das zwar zerstörte, aber vielversprechende Fundstück Kaiser Franz Josef zum Geschenk gemacht hatte. Antike Bronzestatuen wie diese sind schon allein deshalb so wertvoll, weil heute nicht mehr viele existieren. Die meisten von ihnen wurden, oft zu niedrigen Zwecken, eingeschmolzen, vorwiegend um an das darin enthaltene Kupfer zu gelangen. Ein Phänomen, das sich in der Geschichte der Menschheit wiederholt. Man denke dabei nur an die tausenden für die Kanonenproduktion eingeschmolzenen österreichischen Kirchenglocken. Ironischerweise hat ein Erdbeben die Einschmelzung dieser Statue verhindert. Die Statue war natürlich ein ganz besonderer Fund für das erst zweite Grabungsjahr damals in Ephesos. Bronzestatuen waren damals wie heute eine Seltenheit. Und vor allem war das eine Ecke dieses Gebäudes, wo niemand mehr was erwartet hat. Rundherum ist umgebaut worden, in der Spätantike ein neuer Eingang, Jahrhunderte danach noch großartige Wohnhäuser. Man wollte gewissermaßen nur aufräumen in der Ecke und dann kommt tatsächlich ein Sockel heraus und davor in 234 Stücke zersprungen diese Statue. Kopf und Schulter waren als ein Teil erhalten. Das war natürlich eine Sensation von Anfang an und eine große Herausforderung, weil noch niemand Erfahrung hatte, einen solchen Haufen voller Fragmente zusammenzusetzen. Der Wiener Bildhauer Wilhelm Sturm wurde 1897 zur Beratung für eine Restaurierung hinzugezogen. Er entwickelte ein ungemein aufwendiges Konzept, das vorsah, die Fragmente mit innenliegenden Messingbändern zu verschrauben, die Statue an einem Skelett aus Eisen neu aufzubauen und mit Zement auszugießen. Dies hatte einerseits den Vorteil einer hohen Stabilität, zum anderen konnten die verloren gegangenen Teile auf diese Weise ersetzt werden. Eine Rechnung an den Hof über 1800 Schrauben lässt das Ausmaß der Aktion erahnen. Also völlig aus dem Nichts musste ein neues System erfunden werden und entwickelt werden und ist sofort richtungweisend gewesen für die Zeit damals und im Wesentlichen bis heute auch, weil gerade das mechanische Arbeiten mit solchen Stücken und nicht das vielleicht nicht mehr reversible Verkleben, Verschmelzen, Verschweißen oder Ähnliches ist eigentlich bis heute State of the Art gewissermaßen. Man würde wahrscheinlich nicht mehr über 1000 Löcher hineinbohren. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was man anders machen wollte. Die überlebensgroße Bronzestatue zeigt einen griechischen Athleten bei einer für ihn normalen Tätigkeit. Mit einem Schaber entfernt er den Sand des Ringplatzes von seiner Haut und auch das Öl, das er für den Kampf aufgetragen hat. Er ist gerade damit beschäftigt, das Schabeisen zu reinigen. So beiläufig diese Tätigkeit ist, so authentisch identifiziert sie den Mann als Athleten. Das ist eigentlich die einzige Bronzestatue überhaupt, wo wir den Sockel dazu haben und den präzisen Aufstellungsort. Wir haben ganz oft Sockel ohne Statue, wir haben einige Statuen ohne Sockel. Und hier haben wir die Ecke, an der er gestanden ist. Und ich bin selber seit fast eineinhalb Jahrzehnten in Ephesos auch wissenschaftlich immer wieder unterwegs. Und das ist schon irgendwie ein sehr präziser, unmittelbarer Anknüpfungspunkt mit dieser antiken Realität, die dort gewesen sein muss. 100 Jahre nach diesem Fund tauchte im kroatischen Meer eine Zwillingsstatue auf. Sie wurde gemeinsam mit dem Athleten aus Ephesos bei einer großen Ausstellung im Getty Museum in Los Angeles gezeigt. Der direkte Vergleich eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Diskussion über Original und Kopie in der antiken Skulptur. So rückt der Athlet von Ephesos wieder ins Zentrum der klassischen Archäologie.